wir euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist das Thema heute Morgen. Ein neues Licht, ein Leben erführen, das das Licht in der Welt bringt. Damit grüßen wir uns gegenseitig miteinander und wollen auch diesen Gedanken behalten, auch in der Woche. Haben wir heute Morgen noch Gäste unter uns? Ich dann bitte ich, dass wir aufstehen zum Eingangsgebet und dann bleiben wir für das erste Lied stehen. Und dann sehen wir zusammen. Wir neigen uns zum Gebet. Vater im Himmel, wir nahmen uns zu dir und sagen dir Dank, dass du der große, allmächtige Gott bist. Du hast die Welt durch dein Wort ins Dasein gerufen, Himmel und Erde, Pflanzen und Tiere, so wie auch Sonne und Mond. Du hast auch uns Menschen gemacht nach deinem Ebenbild und hast auch die Gemeinde ins Leben gerufen. Jede kleine Einzelheit hast du bedacht und alles in richtiger Ordnung gestellt, so dass wir auf dieser Welt leben können. Es ist aber eine dunkle Welt. Und so wie die Sonne den Mond in der Dunkelheit beleuchtet, so hast du auch uns die Aufgabe gegeben, ein Licht zu sein in dieser dunklen Welt. So viel Trauriges und Schweres sehen wir Tag für Tag, aber weil wir wissen, dass du alles in deiner Hand hast und du uns verheißen hast, dass du für uns eine Wohnung im Himmel bereitest, leben wir in Hoffnung. Habe Dank für deine Liebe und Barmherzigkeit. Segne uns und diesen Gottesdienst zu deiner Ehre. Amen. Wir bleiben zusammen stehen. Alle, die Jesus lieben, singen gerne von ihm. Und deswegen singen wir dieses Lied. Von meinem Jesus will ich singen. Thank you.
heute haben wir keine Advertising from an der Leinwand von Alpha, so müsst ihr mir und mich anmarschen. Ich habe eigentlich einen Bruder in Brasilien, der die Brüder und Schwägerin, was die Schwester von Elder Brown ist, sie können nicht mehr den Gottesdienst besuchen. Und so schauen sie immer unsere Streamline hier. Und er wird ja nicht heute zu stolz auf seinen Bruder sein, weil sein Deutsches ist gut und meines ist nicht so gut. Aber wir hatten ja jetzt Dienstag die erste Versammlung und wir hatten Leute eingeladen. Also ist wahrscheinlich nicht alle gekommen, aber ich hatte das zu mir zum Befallen sind die gekommen, was ich eingeladen hatte, waren zwei. Und ich muss sagen, dass die Vorbereitung war sehr gut. Der Saal war eigentlich feierlich ausgeschmückt und die haben sich viel Mühe gemacht. Und einer von meinen Gästen hat gefragt, was feiert hier eigentlich? Und so, da ist noch Raum. Wenn ihr noch einladen wollt, so ladet ein, wir auf dem Weg, wir haben ja 7 Abende, was wir das haben, einen haben wir gehabt und die anderen 7 werden wir noch, oder die 6, was noch übergeblieben sind, da könnt ihr durch, bringt den Gast, wir haben Raum an die Tische und kommt mit dem Gast und das andere werden wir schon selbst bei uns am Tisch und wir werden das andere schon machen. Und der Film war sehr gut, es geht ja, das Thema war ja, ja, der ist mehr zum Leben als dieses. Und ich kann nur davon sprechen, was wir an unserem Tisch hatten. Und es war eigentlich einer, der für sie eingeladen hat, der hat schon mal eine Erfahrung gemacht durch unseren Men's Barbecue. Ich hatte ihn mehrere Mal eingeladen, er kam immer und dadurch hat er eine Entscheidung zu Christus gemacht. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber er muss wachsen und er versprach gleich wiederzukommen. Der andere ist ein Buddhist und er war ein bisschen unruhig, weil dass wir so viel von Jesus halten. Und das die Botschaft kam sehr klar durch, dass der Weg zu Gott durch Jesus geht. Und das hat mir eigentlich sehr gefreut. Und dann hat er gesagt, dass es ein ewiges Leben oder ein Leben nach dem Tod gibt. Das könnte eigentlich keiner sagen, sagte er. Und ich hatte gerade vorher gesagt, da hatte ich keinen Zweifel dran. Und dann hat er gesagt, nein, sagte, das kannst du nicht bestimmen. Und dann das andere war, er sagte, sie haben Bruder, wir haben Jesus, aber Bruder und Jesus, die drei beide haben eigentlich dieselbe Message oder den Unterricht, sagt die Wahrheit, dass wir sollten gut sein und dass wir ein gutes Leben sollten, gut zueinander sein. Ich konnte nichts dagegen sagen, aber als ich eingeladen habe, wieder für den nächsten Dienstag, ob sie kommen würden, der eine hat gleich ja gesagt, aber dieser Buddhist, der hat ein bisschen gezweifelt, so ich muss noch nach Arbeit morgen und übermorgen tun, dass er kommt. Und ich würde sagen, bitte, dass er kommt. Sein Name ist Gott. Und ich glaube, anderen von den anderen Tischen geht das genauso, dass die, was jetzt schon einmal gekommen sind, dass sie wiederkommen. Und diejenigen, die da gekommen sind und vielleicht auf einmal sollten nicht mehr kommen, aber die Botschaft haben sie sehr, sehr klar gehört, dass der Weg zu Gott und zur Vergebung durch Jesus Christus geht. Danke. Dankeschön für dieses Zeugnis. Die Botschaft war klar, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wollen auch unsere Bekanntmachungen beschauen. Zuerst Nummer 1 teilen wir unser Beileid mit. Die Mutter von Aline Tös, Präsident Aline Tös, Tina Wiens, ist in dieser Woche angegangen und das Begräbnis war am 24. Januar in Paraguay. Wir wollen auch für euch beten und auch euch unterstützen. Wir haben da mehrere Geschwister, die ihren Dank aussprechen an der Gemeinde für die Hilfe und für die Gebete.
dass Gott da auch weiter wirkt und diese Geschwister aufrichtet. Und so sind dann auch viele andere, wenn ihr das, das andere Blättchen beschaut, wo wir die Geschwister haben, die dann im Heim sind. Da sind viele, die im Heim sind oder auch zu Hause erkrankt sind, wollen auch für sie beten. Dann Nummer 3, so wie ihr eben gehört habt, das Alpha-Programm, das geht weiter. Diesen Dienstag, 6 Uhr abends, kommt und nehmt teil. Morgen Abend ist eine wichtige Gemeindestunde. Wir haben da einen Bericht von Heinz und von Lennart. Sie werden uns berichten, was wir in Zukunft, wie wir uns organisieren wollen oder was wir weitermachen wollen. Und es ist, dann habe ich fast gesagt, nötig, dass wir alle dabei sind. Aber das ist wichtig, dass wir alle dabei sind und dass wir nun zusammen erforschen, was der Heilige Geist von uns haben will und durch uns tun will. Und so laden wir einen jeden herzlich ein für morgen Abend, 7.30 Uhr hier in diesem Saal. Nächsten Sonntag ist Seniorenbankett, schreibt euch ein, damit auch genug Essen da ist und dass sie auch die Tische vorbereiten können, dass das alles in Ordnung sein kann. Bitte tut ihnen dieses Gefallen, euch einzuschalten, damit sie sich richtig vorbereiten können. Alle Kingroad-Frauen sind und ihre Freunde sind eingeladen im Ladies Retreat den 8. bis zum 10. Februar, also um 2 Wochen, bei Camp Hope teilzunehmen. Heute ist der letzte Tag, wo man sich dafür einmal anmelden kann. Dann im Krankenhaus haben wir, Holmberg Haus. Connie Trum, Connie Peters ist im Mission Hospice und Anna Schellenberg, wie es hier sagt, ist im Hospital. Dann in dieser Woche, Dienstag, haben wir Tabea-Verein. Das Nähe im Basement, 9 Uhr morgens. Dann Mittwoch beginnt die erste Bibelstunde, die deutsche Bibelstunde, wieder hier in diesem Saal, 9.30 Uhr. Bitte merkt euch das, wenn ihr daran teilnehmen könnt. Und am 16. Februar ist der erste Friendship Center, Abend für die spanischsprechende Farmarbeiter. Und wenn ihr dazu kommen möchtet, seid eingeladen, 6 Uhr abends, bringt ein bisschen Nachspeise mit, etwas Süßes. Und wenn ihr Freudigkeit habt, mitzumachen, in die Mahlzeit vorbereiten, meldet euch bitte bei Ernst Thielmann. Ich denke, das sind so die Bekanntmachungen alle, die ich unterstreichen wollte. Und lest euch die bitte und nehmt teil, wo eben möglich. Ich bitte jetzt, dass die Ordner nach vorne kommen. Wir wollen auch diesen Teil unseres Gottesdienst haben. Wir wollen die Gabe sammeln. Das, was der Herr uns gegeben hat, von dem wollen wir weitergeben und in der Gemeinde weitergeben und das Reich Gottes dadurch bauen. Wir neigen uns zum Gebet. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns trägst, dass du uns nahe bist und dass du immer für uns sorgst. Wenn wir auch durch Tiefen gehen, durch schwere Zeiten, durch Täler, dann bist du immer da. Du führst uns, du leitest uns, du trägst uns, du hörst uns in jeder Zeit. Wir bitten ganz besonders auch für Fred und Aline, auch für die Dienstfamilie, durch den Abschied der Mutter, tröste sie, gib ihnen Kraft und Freudigkeit, dass sie auch wissen, dass sie in der Ewigkeit ist, dass das Leiden aus ist, vorbei ist und ein neuer Kapitel in ihrem Leben hat angefangen. Und wir freuen uns, auch einmal da zu sein und leben in dieser Hoffnung. Es sind viele, die am Ende des Lebens in den Heimen sind, schon für eine längere Zeit, etliche für eine kurze Zeit. Es ist nicht möglich für sie,
überall rumzukommen und sie leben in der Hoffnung, dass sie auch bald mit dir sein können. Tröste du diese Geschwister, gib du ihnen Kraft und Freudigkeit durchzuhalten in ihrem Glauben. Sei doch ganz besonders für die Familienglieder, die ihnen betreuen, dass sie auch nicht mutlos werden, dass sie stark bleiben, dass sie auch Freudigkeit in dir haben. Ganz besonders denken wir auch an Conny Trum, Conny Peters, Anna Schallenberg, die jetzt im Hospital oder in den Hospice sind. Sei ihnen ganz besonders nahe. Gib ihnen einen Frieden, den nur du geben kannst. Bedanke dir auch ganz besonders für Calvin und Dory, für die Arbeit, die sie da in Alberta machen, für Jason und Vanessa, für die Arbeit, die sie hier in Abbotsford machen, DOS in Asien und auch für Ferdinand und Ernst beten wir, dass sie auch die Arbeit dort in Bolivien und in Mexiko weiterführen. Gib du ihnen viel Weisheit und Kraft, das durchzuführen, was sie dort zu tun haben und die Geschwister dort gut machen. Sei doch ganz besonders mit diesen Geschwistern, dass ihre Augen aufgehen, dass sie auch dich völlig sehen und auch Freudigkeit haben, dir ganz, im ganzen Leben nachzufolgen. Vater, wir danken dir auch, dass du uns reichlich geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns vieles gegeben hast, mehr als wir brauchen. Und wenn wir auch jetzt eine Gabe sammeln, so segne die Gaben wir auch dem Geber. Amen. Als Johannes der Teufel Jesus sah, dann sagte er, he must increase, but I must decrease. The song we are now going to sing, please make it your prayer as we want to make it ours for our life, for today, and for all the days of our life. He must increase, but I must decrease. Maybe fresh and low.
Es hat mich wunderbar, dass wir wirklich Gott loben und preisen können und dass Gott uns so wunderbare Gaben dazu gegeben hat. Ist es nicht gut? Ich finde es fantastisch, dass es so ist. Heute Morgen spricht das Wort Gottes zu uns über das Licht. Aber es spricht auch zu uns über die Finsternis. So, wenn ihr wählen könnt, was möchtet ihr wählen? Der Text heute, der geht weiterhin über die verschiedenen Wege, wie uns Paulus uns die Gemeinde beschreibt, im Epheserbrief. Und in all diesem haben wir schon erkannt, dass er uns ein Thema immer wieder aufs Neue durchführen will, durchbrechen will und helfen uns zu verstehen. Und das ist, dass wir alle eins sein sollen. Erinnert euch daran, das war ja unser Hauptthema, nicht wahr? Und wir haben das so ganz klar sehen dürfen, indem wir Kapitel 4 betrachteten, wo das so ganz klar und in Einzelheiten und eindeutig wirklich beschrieben war. Und wir haben uns gesagt, dass diese Einheit nur in Jesus Christus und durch Jesus Christus geschehen kann. Und so manches wird hier ausgearbeitet im Epheserbrief, der uns dann Wegweiser gibt, indem wir verstehen können, wie das praktisch ausgelegt ist, ganz besonders jetzt in diesem zweiten Teil des Briefes. Und heute sind wir in Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Es ist ein bisschen ein längerer Text, den wir betrachten werden. Und so, den Titel, den wir stellen, ist, dass Jesus Christus uns ein neues Licht gibt. Und das werden wir dann sehen, wie es praktisch sich entwickelt. So, ich lese mal am Anfang die ersten zwei Verse. Da sagt es, so folgt nun Gottes Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir sehr oft diese Aufforderung im Neuen Testament haben, dass wir Gottes Beispiel folgen sollen. Ob zwar es immer wieder da ist, dass er beispielhaft sich, uns offenbart hat, schon im Alten Testament und ganz besonders auch durch Jesus Christus jetzt im Neuen Testament, offenbart sich Gott selbst zu uns in einer ganz wunderbaren Weise und beispielhafter Weise. So, wenn immer man zu uns spricht im Wort Gottes, dann ist es mit diesem Ziel, mit dieser Absicht, dass wir von ihm lernen sollen. Dass wir von ihm es erfahren sollen, wie es sich eigentlich, wie wir handeln sollen und auch wie wir dann tagtäglich unser Leben ausführen sollen. Und deshalb dann aber auch, wie wir sehen im Neuen Testament, dass es so ganz praktisch durch Jesus Christus gezeigt wird, der Gott ist. Der aber seine menschliche Form angenommen hat. So sagt es hier, folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Und was sagt es dann? Und lebt in der Liebe. So, wie folgen wir Gottes Beispiel? Indem wir in der Liebe leben. Dann sagt es, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. So, der eigentliche Aufruf dieses Textes ist, dass wir Gottes Beispiel folgen sollen. Und was er uns sagt, ist, dass Jesus selbst es uns gezeigt hat, wie man das tut. Er hat sich selbst gegeben als Gabe und Opfer und er sagt, dieses ist ein lieblicher Geruch Gott gegenüber. Und hier sicherlich kommt ins Spiel das Opfersystem des Alten Testaments, in dem der liebliche Geruch von den Opfern zu Gott kam. Aber wir müssen es klar verstehen, dass der liebliche Geruch, der zu Gott kommt, nicht unbedingt
der schöne Geruch des Rauches ist, aber das ist die Herzenseinstellung, mit der wir die Opfer bringen. Das ist der liebliche Geruch, der zu Gott kommt. Und die Propheten, die haben es im Alten Testament sehr oft so ganz klar uns sagen gesagt, er sagt, Gott will nicht eure Opfer haben. Er meint in diesem, er will nicht, dass ihr die Brandopfer und das ganze Rituell habt. Was er will, ist der Sinn der Sache. Dass ihr von euch selbst Gott opfert, das ist der liebliche Geruch. Und er geht wieder und wieder in den ganz verschiedenen Zeiten des Alten Testaments, um das klar zu machen durch die Propheten. Er sagt, wenn ihr die Witwen unterdrückt, wenn ihr die nicht so gut ab sind, überdrückt, die Armen, und irgendwie davon noch was gewinnen wollt, sagt, das ist nicht, wie praktisch wirklich diese Liebe ausgelegt wird. Und Gott, wenn er das sieht und wenn er das sah, im Volk Israel, sagt er, dieses ist genau das Gegenteil, was es bedeutet, in Liebe zu leben. Und ich möchte, dass ihr es versteht, dass eure Herzenseinstellung das Wichtige ist. Das ist Liebe. Wenn wir es praktisch zeigen und praktisch gut tun, liebe Geschwister. Es ist nicht das Sagen, es ist das Tun. So folge Gottes Beispiel, lebt in der Liebe, wie Jesus Christus selbst es getan hat und er hat es uns gezeigt. Er hat sein Leben ans Kreuz gegeben, für dich und für mich. Das ist die Gabe, das ist das Opfer, in dem er zeigt. Und hier kommt das Beide zusammen. Einmal, dass wir durch einen Akt, so wie auch es im Alten Testament sein sollte, wenn das Opfer gebracht wurde, so dass wir wirklich es tun, aber dass mehr als das und wichtiger als das die Herzenseinstellung kommt, in die wir mit Freude bringen. Und so genau zum Beispiel heutzutage können wir sagen, wenn wir unser Opfer, wie wir es eben eingelegt haben, wenn wir es nur tun, um ein Muss zu haben, das ist nicht, wo der Segen Gottes ruht. Aber wenn wir es, wie das Neue Testament sagt, mit Freude tun, dann ist genau, wo der Segen Gottes ruht. Das ist, was Gott wünscht. Und ich hoffe, wir verstehen es, welchen Beispiel uns wirklich Gott gegeben hat. So, wenn wir in diesem Sinne sehen, was der Hauptsinn dieses Textes heute Morgen ist, ist dieses genau, dass wir in der Liebe leben sollen. Lebt in der Liebe. So wie Gott uns den Beispiel gegeben hat. Aber wenn wir diesen Text weiternehmen und sehen, was er uns sagt, dann kommen, ich würde sagen, es kommt zu einem Teil, in dem wir vielleicht sogar nicht sehr wohlfühlen mit all dem, was aufgereiht wird. Und das schon in Vers 3, da sagt er, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder böse Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Wer von euch liebt schmutzige Witze? Wir alle, irgendwann schon mal, sind vielleicht in diesem konfrontiert worden, ja? Oder versucht worden, nicht wahr? Besonders ihr, die im Bau arbeitet. Wie oft werdet ihr konfrontiert mit solchen Situationen? Ja? Nicht nur das. Es ist ganz interessant. Eine der Sachen, die sehr, wie soll ich sagen, die lustig sind, Pastor zu sein, ist, wenn der Pastor zu einer Party kommt, wo vielleicht etwas geschieht, was nicht soll. Und wenn er kommt, mit einmal dann siehst du, wie die alle unruhig werden. Das könnt ihr gar nicht erleben, weil wenn ihr kommt, die machen das gar nicht. Aber irgendwie, wenn der Pastor kommt,
Ja? Und ich kann euch eine ganze Reihe von Erfahrungen erzählen, ja? Wo mit einmal der Pastor gekommen ist und die ganze Atmosphäre anders ist. Ja? Habt ihr das schon mal gemerkt? Oder vielleicht seid ihr vielleicht in einer Situation gewesen. Ja? Warum? Soll doch genau dasselbe sein, nicht wahr? Wer immer kommt und wer immer da ist. Aber wir haben eine ganz klare Hinweisung hier. Und ich denke, Paulus ist so klar hier, dass er uns genau zeigt, was Licht ist und was Finsternis ist. Und die beiden Sachen werden geklärt. Er sagt von Unzucht, das ist Finsternis. Das meint alle sexuelle Unmoral. Und er sagt von jeder Art Unreinheit, das ist Schamlosigkeit. Oder irgendeine Art Habsucht. Und er nennt es hier am Ende dieses Textes Götzendienst. Soll bei euch nicht mal als eine Rede sein. So, das soll überhaupt nicht mal euch im Kopf kommen. Diese Sachen. Das ist so klar und es ist so offenbar, dass das nicht vom Licht ist, dass es Finsternis ist, dass es vom Teufel herkommt. Und er sagt, solche Sachen, die sollt ihr klar haben für euch, das soll nicht Teil eures Lebens sein. Kann es irgendwie klarer sein als das? Wenn wir sehr oft in Situationen hineinkommen und wir werden konfrontiert, wir werden sehr oft konfrontiert, in vielen Hinsichten. Als ich noch nicht Pastor war und in meiner Arbeit als Einkäufer, da hatte ich vielen Kontakt mit Verkäufern und viele Gelegenheiten, so manches mit ihnen zu durchreden und so weiter. Und ich erinnere mich noch, in Brasilien, der Name Heinz Schartner, der ist nicht ein bekannter Name. Und es ist sogar schwer, den Namen zu sagen. Heinz ist schwer zu sagen, aber mein Schartner, ja, das ist noch viel schwerer zu sagen. Und sehr oft der Verkäufer, der wurde dann angerufen, um seine Ware zu verkaufen, einen Termin mit mir zu machen. Und wir verabredeten einen Termin und wenn er dann kam, die Sekretärin, dann hat sie in meinem Büro einladet und den Verkäufer, denn meistens, wenn der nach mir noch nicht kannte, da schaut er mir an und dann sagte, oh, entschuldige, aber ich möchte mit, wie immer sie denn meinen Namen sagten, nach Heinz sprechen. Ja, sag, bitteschön, nimm Platz. Ich glaube, du hast nicht verstanden, ich möchte mit. So, dann müssen wir uns ein bisschen verabreden und sagen, ja, tatsächlich, ich bin der Heinz Schartner. Und der eine, der dieser Verkäufer sagte, oh, ich hatte mir so einen, diesen großen, naja, das ist schon mal, aber diesen großen, dickbauchigen, ja, das ist jetzt schon mal, aber damals war es nicht, einen deutschen Mann vorgestellt mit einem großen deutschen Akzent. Damals hatte ich schwarze Haare, wenn ihr das nicht wisst. Und so, er kam zu mir in diesem, wo eine ganz andere Vorstellung war, ja, von dem, was sie sich vorgestellt haben, nur von meinem Namen zu hören. Und wenn wir dann zum Beispiel zu verschiedenen Partys kamen, wo die Verkäufer das dann waren, da waren, um seine Waren und verkaufen und das Beste zu machen, liebe Geschwister, da habe ich so manche Erfahrungen gemacht, die ganz lustig waren. Lustig in einem Sinn, weil ich in einer Position war, wo das eigentlich mir leicht macht. Zum Beispiel, wir hatten ein Churrasco, das meint ein Spießbraten, ja, in Portugies eingeladen mit diesen Verkäufern. Und als wir dann zusammenkommen, und die hatten mir damals ganz klar vorgenommen, wenn ich ein Zeugnis sein möchte, dann will ich nicht alkoholische Getränke trinken. So in Brasilien, ist es ganz klar, wenn du einen Spießbraten isst, dann trinkst du Bier damit. Ja? Das ist eine ganz selbstverständliche Sache.
So, ich kam zu der Party und die wollten ja mich beeinflussen, ja, oder wirklich irgendwie was Gutes machen, dass ich die Ware kaufen sollte. Und ich kam dahin und sie brachten mir gleich ein Glas Bier. Und ich sagte, oh, entschuldige, könnte ich vielleicht nur ein Spritzwasser in Pop-Drink haben oder was? Und die waren so verzweifelt, denn sie hatten keinen. Okay, sagt, bring mir einfach nur Wasser. Ja? Aber diese Gelegenheiten, die da waren, die gaben mir eine wunderbare Gelegenheit, um dann, dass wir darüber sprechen konnten, warum und warum nicht Sachen tun, und dass sie kennenlernten dadurch, was Jesus Christus in meinem Leben getan hat. So, wenn er jetzt sagt, dass wir, und wir werden später sehen, das Dunkle aufdecken, dann ist gerade dieses, was geschieht, das Licht Jesu Christi scheint durch unser Zeugnis in den Leben von denjenigen, mit denen wir in Kontakt kommen. Und dann sagt er, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Liebe, wir werden leicht verführt, wenn wir nicht das Licht wirklich in uns leuchten lassen. Und meistens ist es durch leere Worte, die wirklich tatsächlich nicht ein gutes Fundament haben. Aber der Urteil ist groß. Er sagt ganz klar, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Das ist genau, was über die Kinder des Ungehorsams kommt. So merkt ihr schon, wie das Licht einen Unterschied macht. Und wie das Licht Jesu Christi scheinen soll, um dass die Gerechtigkeit wirklich Fuß fassen soll. Und das ist genau, was der nächste Abschnitt sagt. Darum seid nicht ihr Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun seid ihr aber Licht, sagt er in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts aber ist Glaube, Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf dem, auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Oh, hier ist eine ganze Menge Sachen drin, nicht wahr? Wenn wir in dieser Beschreibung hier jetzt schauen, wie wirklich der Unterschied gesehen wird in dem, was wir entscheiden zu tun. Und das ganz Erste, was er sagt, fasst die Entscheidung, nicht mit ihnen Partner zu werden. Nicht mit ihnen mitzumachen. Nicht mit ihnen mitzugehen. Wie geht das Sprichwort, das wir sagen, wenn dich die bösen Buben locken, folge ihnen nicht, die haben immer den Spaß gemacht, sondern gehen ihnen voran, ja? Das ist nicht, was das Wort Gottes uns sagt, ja? Wir werden versucht, durch verschiedene Umstände, wo immer wir auch, wie immer und wo immer wir auch sind, ja, wir haben verschiedene soziale Gemeinschaften, die wir haben. Und wir sind gefragt, in dieser Gemeinschaften und in diesen Freundschaften und in diesen Arbeitsgruppen, die wir haben, in unseren Nachbarn und wo immer wir auch sind, dass wir klar es haben für uns, was Licht ist und was Finsternis ist. Was wir fordern und was wir nicht fordern. Und er sagt, darin sollt ihr für euch selbst ganz klar sein. Und klar sein, um dass ihr nicht Partner wird mit der Finsternis. Denn er sagt, das habt ihr früher schon erlebt. So im gewissen Sinne sagt er, gebt Acht darauf, denn ihr habt in diesem gelebt und ihr werdet wieder versucht werden.
zurückzugehen, zurückzurutschen in dieser Art von Leben. Und er sagt, Kata, macht nicht mit. Denn wenn ihr mitmacht, dann werdet ihr Partner, werdet ihr Mitgenossen. Er sagt, ihr, die ihr erlöst seid, ihr seid Kinder des Lichts. Und wir haben eben in den Grußtext gelesen, dass wir das außerbildliche Geschlecht sind, dass wir berufen sind, wirklich das Licht Gottes weiterzugeben. Ja? Ihr seid Kinder des Lichts. Und er sagt, die Frucht des Lichts, was das ist? Güte. Wir leben in einer Zeit, wo das nicht unbedingt mehr hoch geachtet wird, den anderen gegenüber gut zu sein. Und zur selben Zeit, liebe Geschwister, sagt es uns auch, dass wenn wir in unserem Gemeindeleben und in unseren Gemeindekreisen nicht den anderen gegenüber gut sind, dass wir in der Kategorie der Finsternis fahren. Beeinflusst davon sicherlich. So, die, die im Licht wandeln, die tun lauter gute Sachen den anderen gegenüber. Die sind gerecht, sagt uns der Text. Und sie bleiben bei der Wahrheit. Drei Sachen, die uns klar zeigen, ob wir im Licht leben oder nicht. Wenn wir einmal gut sind den anderen gegenüber, wenn wir gerecht sind den anderen gegenüber und wenn wir in der Wahrheit bleiben. Das sind Kennzeichen von Kindern des Lichts. Und deshalb sagt er dann ganz klar, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Da sollen wir Abstand haben. Er sagt aber noch mehr. Er sagt, deckt sie viel mehr auf. So, es ist nicht nur, dass ich, okay, ich werde nicht mitmachen, aber ich bin sowieso noch mit ihnen zusammen. No. Da ist eine Verantwortung, indem wir den anderen helfen können und müssen. Indem wir, weil wir in der Wahrheit leben, auch ihnen klar zeigen, welches die Folgen der Unwahrheit ist. Dann wisst ihr, liebe Geschwister, Paulus sagt uns dann am Ende hier, alles wird offenbar, wenn es vor sich kommt. Seht ihr, dass wir sehr oft in den praktischen Ausleben von dem, was wir denken, was Licht und Finsternis ist, wir denken dann immer wieder, oh, mein Verhältnis mit Gott, ja? So, ich habe mein Verhältnis mit Gott, das ist okay. Aber dann irgendwie scheiden wir es von unserem tagtäglichen Leben, in dem wir mit Menschen, mit Freunden, mit Mitarbeitern umgehen, ob alles das vielleicht eine andere Dimension ist, die nicht diese Gemeinschaft mit Gott hat. Liebe Geschwister, wir können das nicht auseinanderhalten. Das, was geschieht zwischen uns, unsere Mitarbeiter und Freunde und Familie und so weiter, genau das alles wird einmal aufgedeckt werden, wenn es ans Licht kommt, wenn Jesus es offenbaren wird. Nichts, liebe Geschwister, wird in der Finsternis bleiben. Es wird aufgedeckt und dann wird es separiert werden, wo es hingeht. So, was immer wir tun, wie immer unsere Gemeinschaft ausgeführt ist, was immer wir sagen, sprechen, wie immer wir uns verhalten, das wird alles aufgedeckt werden. Alles. So, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Ich denke, das macht Sinn, macht es nicht? Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Dann werdet ihr nicht unverständlich, sagt es, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und wir haben ihn eben gesehen in verschiedenen Zweigen. Und dann sagt es uns, sorgt euch nicht vor Wein, das ein unwesentlicher oder unordentlicher Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen.
So, ihr wählt, ja, welchen Einfluss ihr haben wollt, und ihr wählt auch, welchen Einfluss ihr sein werdet für andere. Er sagt dann weiter, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater allerzeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und hier möchte ich eines klarlegen. Sehr oft haben wir ein bisschen diese Neigung zu glauben, dass Gott ein Freudensverderber ist. Ja? Dass wir das Gute und Schöne im Leben nicht genießen können. Ist es so? Ist es so, dass Gott nicht haben will, dass wir uns freuen sollen? Dass wir beschränkt werden in das Gute und Schöne im Leben? Nein. Zum Gegenteil. Wenn wir irgendeine Warnung haben in der Schrift, was wir nicht tun sollen, das ist genau da uns gegeben, um dass wir nicht in der Freude, die Freude nicht genießen können. Es ist uns gegeben, um dass wir tatsächlich die Freude genießen können und dass wir nicht in die Schwierigkeiten fallen und die Folgen, die daraus kommen, wenn wir es nicht tun. Deshalb wird es hier am letzten sagt, okay, seid verständlich. Ihr wisst doch, was all diese Werke der Finsternis bringt. Welche sind die Folgen? Überlegt es euch. Es braucht nicht nur unbedingt uns von der Bibel verschrieben werden, um das zu verstehen, wenn wir wissen, welches die Folgen sind. Ihr habt einen Verstand, ihr könnt es sehen, ihr könnt es erfahren, ihr wisst, was es bringt. Ihr sagt so viel mehr dann, was ihr tun sollt, ist, folgt das, was das Licht euch bringt. Steht auf dem Pfade, der beleuchtet ist, der klar ist, vermeidet total, was die Finsternis, der Weg der Finsternis euch bringt. Er sagt, dann werdet ihr wirklich tatsächlich Freude erleben. Und dann sagt er, ermuntert euch untereinander. Besingt es. Mit geistlichen Liedern sagt ihr, freut euch tatsächlich in eurem Herzen. Denn dann wird da nichts mehr sein, was euch bedrücken wird. Ihr werdet befreit sein. Das Licht hat es klar gemacht. Ihr lebt im Licht, da ist nichts, was ihr verstecken müsst. Alles ist offenbar. Und wo es notwendig ist, da bitten wir um Vergebung und ändern unser Leben. So seid nicht unweise, sondern weise. Versteht den Wille Gottes. Sorgt euch nicht vom Wein. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und ermuntert euch untereinander. Das ist das Rezept der Freude, der uns Paulus hier gibt. So, wenn wir dies alles zusammenbringen, was das neue Licht in Jesus bedeutet, dann verstehen wir Folgendes, dass Jesus ist das neue Licht. Und weil Jesus das neue Licht ist, leben wir jetzt in der Liebe. Das ist das Erste, was er gesagt hat. Vermeiden wir Gott Götzendienste zu sein. Wir lassen uns nicht verführen. Wir werden Lichtpartner in der Finsternis und wir führen unser Leben weise. Das ist das neue Licht. Das ist, was das neue Licht von Jesus Christus in unser Leben bringt. Und das ist Veränderung. Da ist tatsächlich eine Veränderung notwendig. Und wir müssen uns fragen, von der Zeit, wo wir in der Finsternis gelebt haben, wie viele dunkle, finstere Ecken sind noch immer in unser Leben. Wenn wir in unserem Saal hier, wir können die Lichter ganz verschieden einschalten.
Ihr habt gesehen, als erstes, das ganze, das ganze Licht war. Ja? Wir können Teile haben, die wir nicht beleuchten. Wir können Teile haben der Bühne, die nicht beleuchtet wird. Und so ähnlich ist es in unser Leben auch, wo wir denken, liebe Geschwister, dass wir Ecken unseres Lebens noch Fenster haben können. Es gibt nicht sowas, dass wird alles vors Licht gebracht. Jede Ecke unseres Lebens wird einmal vors Licht gebracht werden. Wir können nichts verstecken vor Jesus. Denn er selbst ist das Licht, so wie er es selber gesagt hat. So ja, es ist ein hartes Wort der Prüfung, aber ein notwendiges Wort der Prüfung. Es ist aber zur selben Zeit der wunderbare Aufruf für uns, dass wir unser Leben so leben, dass wir ganz beleuchtet werden können, dass nichts da ist, was versteckt braucht, um dass wir die völlige Freude erleben können, die wir nur dann erleben können, wenn alles durchleuchtet ist, beleuchtet, verändert, von der Finsternis zum Licht gebracht, vergeben, erneuert ist. Das ist das wahre Christenleben. Und ich möchte uns allen auffordern, dass wir uns nicht diese falsche Vorstellung vorsagen oder ich würde einmal sagen, dass wir diese falsche Lüge annehmen, dass wir nur Teile unseres Lebens erleuchten brauchen und die anderen nicht. Das ist eine Lüge vom Feind. Was Gott uns gibt, das Beispiel, das wir folgen sollen, wie er am Anfang gesagt hat, ist volles Licht. Ganz übergeben, ganz Gott gegeben, als ein Opfer Gott gegenüber. Das möchten wir tun. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade an die Gruppe, die singt, schon nach vorne zu kommen. Wir werden eine ganz kurze, stille Zeit einräumen, dass du einfach den Geist Gottes in dein Leben wirken lassen kannst. Und dann werde ich zum Schluss gehen und dann sehen wir noch das Schluss. Lieber Vater, du kennst unsere Herzen. Du kennst unsere Absichten. Dein Licht leuchtet in allen Zweigen unseres Lebens, Herr. Vater, wir wissen, was Finsternis bedeutet. Dass der Feind in der Finsternis liegt. Aber wir wissen, Herr, dass durch Jesus Christus wir das wunderbare Licht erfahren haben. Oder erfahren können, Herr. Und so bitte ich um Gnade für diejenigen, die das Licht noch nicht erfahren haben, dass sie einfach ihre Herzen öffnen möchten dazu. Vater, ich bitte auch um Gnade für diejenigen, die schon es erfahren haben, aber immer noch nicht ganz hingegeben haben, die vielleicht noch zurückhalten, die vielleicht noch Zweige ihres Lebens an zwei Seiten gehen möchten, Herr. So schenke du, dass dein Licht durchdringen möchte und erleuchten könnte, Herr. Vater, wir danken, dass du uns das Beispiel gegeben hast und dass Jesus Christus das wahre Licht ist. Möchtest du uns segnen, wenn wir von dir gehen. Und so bitten wir, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns gehen, jetzt und immer da. Schlussworte nach Heidelberg.